Weiter geht's mit Anno 1602. Die Prüfung ist meine nächste Mission, eine 2-Sterne-Mission. Das heißt, sie ist jetzt etwas schwerer. Auftrag: Nach vielen Abenteuern habt ihr nun den Wunsch, eine aufstrebende Stadt zu errichten, in der sich mehr als 500 Einwohner Bürger nennen dürfen. Regiert geschickt und maßvoll. Entscheidet wohl, mit wie viele Inseln ihr zur Eigenproduktion von Gütern besiedeln und welche Waren ihr über den Handel einführen wollt. Sorgt für eine positive Bilanz von 250 Talern. Das ist eine verschissene Mission, die ich nie geschafft habe. Also schauen wir mal, was draus wird. Große Insel, große Insel. Wenn ich viele Bürger brauche, brauche ich noch eine große Insel. Gut, es geht schon mal keiner in die gleiche Richtung, wie es scheint. Und die Kamera gefällt mir so irgendwie nicht. Ach, ist mir jetzt auch egal. Schon mal die Diplomatie anbieten. Also, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass ich die Mission mal geschafft habe, aber Kitana, so Scheißname. Die ist ziemlich beschissen. Ich meine, man kriegt immer bis jetzt solche Brocken hingeworfen. Ja, mach mal 100 Siedler oder ein bisschen Eisen produzieren und jetzt plötzlich die Prüfung. Zack, 500 Bürger. Das ist ziemlich scheiße, wie ich finde. Und oh mein Gott, der Rot will doch die gleiche Scheißinsel besiedeln wie ich. Der geht bestimmt nicht dahin. Der dreht gleich ab, der dreht gleich ab, der dreht gleich ab, der Wichser. Ich seh's kommen. Fick dich weg von meiner Insel. Am besten baue ich... Neues Land wurde erschlossen. Wo baue ich am dümmsten? Vielleicht da vorne. Und ich werde hier sind irgendwelche scheiß Eingeborenen. Oh Gott, der will. Der will meine Insel haben, der will meine Insel haben. Ey, wenn er die Insel kriegt, dann bin ich angepisst und spiele nicht weiter. Der darf nicht schneller sein als ich. Die Insel wurde besiedelt. Gott! Gott! Geh weg von meiner Insel! Kontor, Kontor! Da! In your face! Kriegst meine Insel nicht! Oh, ich bin gekommen. Ja, eigentlich war das ziemlich scheiße, da wollte ich nicht bauen, aber okay. Das nehme ich jetzt so hin. Ja, jetzt habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr schon. Ach, fuck it. Nee, es kotzt mich jetzt an. Scheiße, ich hab's versaut. Naja, muss ich jetzt mit so leben. Oder ich mach's gleich so, wie ich schon mal gesehen habe bei... Doch, ich mach das sogar lieber gleich so, weil... Pass auf. Ich nehme jetzt noch Dings hier mit. Warte, was brauche ich für ein Konto? Ja, das passt. 30 Tonnen Werkzeug. Warte, da kann ich doch... Ja, das reicht. Ich nehme jetzt mal noch die Insel. Ich glaube, die wird reichen. Ich habe noch nicht mal erkundet, was es auf dieser Insel hier gibt. Ich werde meine Holzproduktion auf eine andere Insel verlegen. Gleich zu Anfang, weil... ich hier den Platz haben will für positive Bilanz und so ein Mist. Das muss ich gerade überlegen, ist die Insel geeignet? Ist sie groß genug? Alter, Gitana, der Name riecht mich auf. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt kein Erz auf dieser Insel. Wer hätte damit gerechnet? Und ich habe die Erkundung abgebrochen. Oh mein Gott. So. Jetzt tun wir mal den Mist hier hoch. 4 Tonnen Holz. Das wird doch bestimmt nicht reichen für ein Dings. Machen wir erstmal überall Holz hin. Oh, ich hasse das. Ich hasse es, dass es abgebrochen wird, sobald ich... Ach, das hätten sie besser machen können. Oder wie bei Paint, so eine Auffüllfunktion. Dass ich einfach irgendwo hinklicke und dann wird alles zugemacht mit... Da
Das ist doch mit, okay. Wie meine ich das am dümmsten? Ja, ich glaube, ich mach's irgendwie so. Da und da. Und dann noch. Ja. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Ist mir doch egal. Ha, der Rot. Oh, guckt euch an. Oh mein Gott. Auf was für eine schwulen Insel der Rot jetzt hockt. Ist das hässlich. Ist der Typ hässlich. Das ist die scheißigste Insel, die ich je gesehen habe. Ich habe mir seine Insel weggeschnappt und er gibt mir trotzdem noch hier einen Handelsvertrag und dann. Jetzt habe ich hier überhaupt kein Holz mehr, um irgendwas zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. Noch nichts zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was ich nur vorhin gelesen habe, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, aber ich nehme es einfach mal an. Eine Fischerhütte, um die mit Nahrung zu versorgen. Wie viele Werkzeuge haben wir noch? Man kann jetzt auf YouTube ich bin doch echt zu dumm. Galsenkirchen, Alter! Uncool! Frankfurt, verfluchte Scheiße! Oh Gott, ey. Uns Konto laden, so. Okay. Automatische Route festlegen, automatische Route einschalten. So. Nochmal, automatische Route einschalten. Ja, okay, jetzt wird altes Holz von da oben hier runtergetragen. Man kann jetzt 20 Minuten Videos oder, ja, ich glaube schon 20 Minuten Videos auf YouTube hochladen. Und das werde ich, glaube ich, gnadenlos ausnutzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie ich das ausnutzen werde. Also freut euch auf noch längere Videos. Ich finde, 20 Minuten sind fast schon zu lang. Das kann man sich doch gar nicht an einem Stück reinziehen. So viel Scheiße. Von daher, ich bin mal gespannt, ob das was wird. Bam. Zum Glück ist. Ja, die Insel ist nah genug dran. Ich schaue noch, vielleicht noch irgendwo eine weitere Hütte. Oder baue ich da lieber dann Dings hin? Na, schauen wir mal. Ja, ich glaube, hier Rinder baue ich noch eine. Oder ich mache das anders. Ah, ich schau mal dann. Na, es dürfte erstmal reichen. Ja, das wird reichen. Ja, 20 Minuten Videos. Das wird hübsch. Richtig, richtig hübsch. So. Jetzt habe ich kein Schiff mehr zur Verfügung, das mir die Möglichkeit bietet, andere Dinger zu erkunden. Was sehr wichtig wäre, denn um Bürger zu kriegen, brauche ich diese Mission auf jeden Fall. Tabak, Alkohol und Gewürze. Da ich noch nicht mal erkundet habe, was diese Insel mir für Wunderwerke bietet. Ja, ist das irgendwie... Moment mal. So. Nein, nicht so. Doch so. 1, 2. So. So ist gut. Ja, ich weiß nicht, was meine Insel mir für Ressourcen anbietet. Das ist jetzt irgendwie ziemlich bitter. Weil die ist wunderschön groß und wenn die jetzt hier irgendwas Geiles hätte wie... Ja, was will ich eigentlich sagen? Ich muss denken, bevor ich rede. Gewürz... Ja, am liebsten wäre mir Tabak und Alkohol. Also Zuckerrohr. Oder Wein direkt. Mir eigentlich egal. Das wäre wunderschön. Oh Gott, das passt nicht. So. Oh, Handelsschiff. Ich sollte vielleicht gleich von Anfang an richtig schön viele Tonnen Werkzeug kaufen. Auch wenn wahrscheinlich dann mein... Auch bei der anderen Insel, das kann ich dann später abholen. Aber nicht ganz so viel, falls ich es vergesse. Sonst kaufen die hier Werkzeuge und ich
Hab kein Geld mehr. So. Also Holzproduktion scheint eigentlich ganz okay zu sein derzeit. Ich muss gerade mal schauen, wie weit ich das Spielchen fortsetze. Na, perfekt eigentlich. Aber etwas weiter fort, wenn ich es da mache. Ist das untere? Ich muss gerade überlegen. Wenn ich es da mache. Ah, mein. Okay, ich muss. Oder noch eins? Nee, es passt nicht. So. Ja, ich pflanze die jetzt mal einfach dahin und sehe, dass bis dahin. Wenn ich da jetzt noch ein Gebäude hinbaue und da ein Gebäude und. Es passt, okay, es passt perfekt. Ich habe mal wieder alles perfekt gemacht. Und guckt euch, wie schön meine Stadt aussieht. Nicht. Ich mag meine Blockbauten. Jetzt ist die Frage, wo baue ich die Schafe hin? Baue ich die Schafe hier auf die Insel oder baue ich die woanders hin? Es würde sich auch anbieten, es irgendwo anders zu machen. Auf eine weitere Insel, vielleicht hier? Ja, ich glaube schon. Nehmen wir uns gleich mal Werkzeug und Dings mit, das heißt erstmal hier. Also erstmal kundig ich die Scheiße, jetzt reicht aber. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kakao! Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Gewürze. Naja, dann benutze ich die für Gewürze. Oh, reiche Eisenerzvorkommen. Wunderschön. So. Nehmen wir mit. Das ist viel zu wenig. Scheiß drauf. Lass mal noch kurz das Handelsschiff kommen und es bringt mir 10. Naja, das ist hübsch. Kontor 3 und 6. Das heißt, ich brauche zumindest noch mehr Holz. Nein, warte, ich brauche beides mehr. Nein, was mache ich eigentlich? So. Gott, bin ich bescheuert. Ach, gehen wir erstmal hier rüber. Also es sollte nach Möglichkeit sehr nah beieinander liegen. Ich brauche definitiv mehr Schiffe. Ja, das dürfte etwa sein. Dann muss ich hier so eine Dreiecksbeziehung machen. Muss ich eine neue Handelsruder versetzen. Gitana, was eine Scheiße. MS. Ich muss es mir überlegen. Frankfurt und Gelsenkirchen, Alter. Kann ich meine Insel, mein Konto gleich Lütenscheid Nord nennen oder so eine Scheiße. Erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. So, jetzt können wir schon drei Inseln. Hammer. Ressourcen möchte ich gerade noch schauen. Minus 118 Bilanz, ich hab schon so drauf. Gewürze, toll, dann baue ich vielleicht die Gewürze auch hier an. Wer weiß. Machen wir mal so und jetzt Schäfchen. Ja. Und vielleicht da noch Schäfchen. Gut, dafür fehlt mir das Holz. Also gehen wir nochmal da hoch, holen uns jede Menge Holz ab. Bauen da vielleicht doch noch ein Holzdingens hin. Hier Winter. Oder auch nicht. Oder dahin irgendwo. Ich weiß es nicht. Na, das mache ich später. Und da habe ich auch keins. Boah, ich habe es glaube ich schon wieder so versaut. Keine 10 Minuten im Spiel und ich habe es versaut. Nein, es passt schon so. Wo ist das Schiff? Oh Gott, da ist es ja. Ja, okay, es sind nicht die Wahl zu größten Handelsstrecken. Was ich noch gar nicht erwähnt hatte. Unterschiedliche Schiffe sind unterschiedlich schnell. Je größer das Schiff, desto schneller für gewöhnlich. Ja, man glaubt es kaum.
Habe ich noch genug Werkzeug? Ja, doch, das passt. Muss jetzt auch nur darauf achten, schnell eine möglichst gute Bilanz zu kriegen, damit. Ja. Ich meine, sonst blute ich langsam aus. Guckt euch an. 31 jetzt noch? 31 jetzt noch? Kabam! 20! Es geht. Wups, es geht schneller als ihr denkt. Jetzt bauen wir noch da ein Schäfchen hin. Und hier oben ein Schäfchen. Und dann brauche ich, glaube ich, 2 Webstühle. Vielleicht. Also. Ja, doch. Ich denke schon. Noch mehr Schafe. Und natürlich keine Nahrung, fällt mir gerade auf. Ja, also. Was für die Nahrung? Ah, das ist schlecht. Das ist halbwegs gut. Ja, ich nehme es jetzt so. So, das heißt noch mehr Holz. Wie viele Dinger brauche ich dafür? 3. Ha, es ist schön und der Holzproduktion alarmt. Minus 145, ich werde stinkend reich sein. Aber wenn es erstmal alles so läuft, wie ich es will, ne? Dann geht es bam, 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 bam und... Ja. Ja. Kommt denn auch mal wieder eine... Ach ja, MS, dein Mutter. Ups. So, da kommt ein Handelsschiff. Das trifft sich doch traumhaft schön. Und es fährt vorbei an Galsenkirchen. Wir nennen es vielleicht mal... Fing ich auch schon mit G an. Wie heißt eigentlich meine dritte Stadt jetzt? Prag. Prag. Oh, ich könnte euch auch gescheite Namen geben, aber darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Oh, erstmal schauen, wie viele lustige Werkzeuge kriege ich? 8. Okay. 3 gescheite Städtenamen. Gescheit in Anführungsstrichen natürlich. Oh, was ich noch gar nicht erklärt hatte. Oh, das reicht nicht. Das ist auch schön. Naja, mache ich jetzt erstmal eine Überproduktion an Wolle und dann kümmere ich mich später darum. So, neue Handelsroute, automatische Handelsroute einschalten. Nein. Das wird jetzt gelöscht. Gelöscht. Wir gehen, also geht erst zu der Stadt hier oben, dann geht er zu der Stadt hier, bitteschön, nimmt noch die Stoffe mit und dann geht er dahin und gibt Stoffe wie Holz ab ins Kontor. 3 Städte ohne Namen. Glückwunsch. Automatische Handelsroute einschalten. So, und jetzt macht er das auch so. Oh, schön. Schön, wenn man keine Stoffe und kein Holz hat, dass man da irgendwie aufsammeln kann. Na doch, langsam wieder. Was ich nicht erklärt hatte, wenn man da... Okay, ich kann es nicht mal zeigen, Bilanz minus 249. Vielleicht sollte ich doch erstmal hier... Nee, auf der Insel auf keinen Fall, aber auf der hier. Sonst wird meine Bilanz doch zu negativ. Betriebskosten 140, Steuern. Hammer. Aha, ja. Nein, ja, doch. Vielleicht. Nein, doch nicht. Wenn ich. Ich kann es nicht zeigen, ich müsste mir beim Schiff zeigen. Vielleicht zeige ich es irgendwann später. Jetzt dürfte ich hier auch viel zu viel Nahrung haben. Ja. Ja, der mit seiner Spasteninsel. Nachfrage Holzziegel, Nachfrage Stoffe Holzziegel. Stoffe Werkzeuge Holzziegel. Das wird immer besser. Da ich jetzt ein bisschen Zeit habe.
Okay, du hast absolut kein Holz von da oben mitgenommen. Aber Stoffe, das heißt, die können sich gleich zu Siedlern machen. Während ich hier ein bisschen dingse, kann ich mir doch bestimmt hübsche Namen für meine Städte ausdenken. Ich bin so kreativ wie ein Stück Fisch, also das, ich habe keine Ahnung.